geehrter Stadtverordnetenvorsteher, sehr geehrte Damen und Herren. Also, wir haben ja gerade so ein bisschen die Ohren geschlagen, nach dem, was ich hier so gehört habe von einigen Leuten, die sich hier gerade zu überschlagen haben darin. Und man hat da teilweise schon die wohligen Schauer der Erinnerungen an die eigene Militärzeit rausgehört. Also bei einigen dachte ich mir wirklich, das ist ja völlig überstrichen. Also, ich habe ja hier relativ ausführlich dargestellt, den Gesamtzusammenhang der Firma Rheinmetall, ihrer diversen Rüstungsgeschäfte, das, wofür das Profitmodell dieser Firma steht und warum es meines Erachtens und aus Sicht meiner Fraktion sinnvoll und richtig ist, sich symbolisch zu den Aktivitäten dieser Firma zu verhalten. Ja, nichts anderes habe ich getan. Und das ist ja jetzt auch nicht das spezifische Vorrecht meiner Fraktion, das hier zu tun. Es gibt seit 30 Jahren eine rege Debatte in der Friedensbewegung, in Teilen der Gewerkschaftsbewegung über Rüstungskonversion. Diese Debatte gibt es auch in Kassel und sie wird auch immer wieder geführt und sie ist nicht tot zu kriegen. Und hier in der Kasseler Stadtverordnetenversammlung stellen sich einige unwissend und glaubenswissend von uns. Gut, dass Herr Beik da immerhin darauf Bezug genommen hat, denn das ist der eigentliche Punkt. Ein Teil der Arbeitsplätze in dieser Stadt wird tatsächlich in einer Branche erwirtschaftet, die in einem sinnvollen, friedenspolitischen und zivilisatorischen Rahmen, wie wir uns das vorstellen, nicht zukunftsfähig sind. Das ist so. Und nur um da auch noch mal drauf einzugehen, weil das ja ein meines Erachtens nicht gerechtfertigten Ordnungsruf geschert hat und Herr Beik darauf auch noch mal angesprochen hat. Nein, ich habe hier niemanden als Mörder beschimpft. Dann lassen Sie sich eine Abschrift der Rede geben oder ich kann Ihnen das Manuskript gerne zuschicken. Kein Ding. Ich habe gesagt, wer sich über die tausenden Arbeitsplätze freut, aber darüber nicht reden will, der trägt ein Quäntchen Mitschuld daran. Ja? Das, weil der Punkt einfach der ist, wer schweigt, stimmt zu. Wer schweigt, stimmt zu. Und dazu stehe ich. Und damit müssen Sie umgehen.